Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve und euer Let's Play Retro World mit Dragon Quest Monsters. Wir kommen dem Ende immer näher und wir haben offscreen schon ein bisschen rumgepaart, ne? Und dabei sind ein paar. Ein bisschen rumgepaart, mein Steve, dass wir jetzt über eine Stunde rumgelaufen sind und haben diverse Monster gefangen und miteinander gepaart. Also, dieser Pau fand erstmal, ihr seht, er hat keine Eltern. Er hat keine Eltern. Den haben wir vom Medaille. Ah, ja, er hat schon Eltern, aber die kennt keiner. Genau, wir haben vom Medaille für 18 Medaillen bekommen. Und ja, wir hatten noch ein Jabba-Ei rumliegen, haben den ausgebrütet, haben uns noch einen Barsack gefangen und haben damit Pau Fand bekommen. Das ist eine recht unbekannte Paarung. Ich denke mal, die kennen viele von euch nicht. Packe ich euch nochmal auch in die Videobeschreibung. Wir haben uns sowieso die ganze Zeit gefragt, was man mit diesem Jabba so Tolles machen kann. Und man kann sich damit nicht nur Power Fund, sondern auch direkt König Leo erfahren. Allerdings hätte man dafür einen Dragbot oder einen Killerbot gebraucht. Und es war sozusagen egal, welches Monster wir sozusagen zuerst fangen. Genau, wir haben noch einige andere Monster schon gefangen. Und ich meine, wir können uns den König Leo auch so erfahren, das war für uns ja jetzt kein großes Problem, wir mussten ja... Ja, sowieso das eine Power Phantom-Eier ausbrüten. Wir zeigen euch, genau, wir haben noch einen Megatrack gefangen. Wir haben Bubble noch gefangen, damit jetzt den letzten Slime. Das ist ein absoluter random Slime, der nichts Besonderes kann. Nee, der ist ganz schön schnell. Ja, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, wo man wirklich was machen möchte. Und Undorian haben wir uns noch gefangen. Und ich sehe gerade den... Den zweiten Hornkäfer haben wir uns leider nicht gefangen. Ja. Wir waren ja der Meinung, dass der im Insektentor ist. Und wollten eigentlich auch dort ursprünglich den Part beginnen. Aber im Insektentor haben wir nur Höllbienen, Megamotten. Und das war's vorgefunden. Fan Pao wird jetzt gepaart. Fan Pao wird zum Pao Fanden? Nein, er wird zu König Leo. Ja. König Leo ist halt ein Monster, mit könnt ihr das Spiel ohne weiteres durchspielen, also bis Sternenturnier. Er ist definitiv stark genug. Uns ist auch aufgefallen, dass man sich König Leo erpaaren kann, ohne Probleme, sobald man überhaupt paaren kann. Denn den König Leo bekommt man aus Killerbot und Panther. Panther bekommt man ja sowieso als Endgegner sehr zeitig. Und Killerbot zu erpaaren ist zwar schon ein bisschen komplizierter, aber ich denke mal, so in einer halben, maximal dreiviertel Stunde mit Monster fangen und trainieren, sollte man das dann schaffen. Und dann hat man wirklich direkt... ich weiß nicht, nach dem siebten Tor oder nach dem fünften Tor, ich glaube nach dem fünften Tor ist es dann schon, kann man sich dann direkt den König Leo holen. Ja, der ist nicht umsonst ein legendäres Monster. Ja, also das ist schon ziemlich krass, wenn man dann den Kampfrex mit so einem König Leo gegenübersteht. Ja, und schaut euch das an, der wächst super schnell. Ja, also König Leo ist praktisch schon ein normales Monster. Ja, wir können ganz kurz mal noch die... Wir müssen nach ganz oben den Buntvogel abholen. Das stimmt. Stimmt. Wir können ja ganz kurz nochmal die Moves zeigen. Wir wollen dann eh nochmal ganz kurz in die Bibliothek, um euch noch die Hornkröte, die wir schon wieder freigelassen haben, noch zu zeigen. Oh ja, eine Hornkröte. Online-Dexe, oder? Nee, Hornkröte heißt es. Ach so, ja. Yeah. Uns hat ja Hornkröte und Bubble noch gefehlt, so als Random-Monster. Und die haben halt beide zufällig unterwegs getroffen bei fremden Mastern und dann haben wir die leicht gefangen. Kolosseumskämpfen. Ja, stimmt, beides waren Kolosseumskämpfe. Genau. Übrigens, was wir auch festgestellt haben, dass auch die Kolosseum-Level von dem Monster ebenfalls von unserem Durchschnittslevel abhängig sind. Zumindest liegt die Vermutung sehr nah, was wir dort immer ein Monster gesehen haben. Ich meine, wir haben uns dort kurz bevor der Part angefangen hat, einen Bubble gefangen. Ja. Von daher. So. Das ist König Leo. Was für ein würdevolles Gesicht er hat. Gute Leistung. Ihr werdet belohnt. Eine Zeitung. Passt gut auf sie auf. Passt gut auf sie auf. Die Bild der Frau. Ja, wahrscheinlich schon. Oh. Erfülle meinen nächsten Wunsch. Bring mir den Buntvogel. Er entsteht, wenn das Eis von der Flamme geschmolzen wird. Das finde ich gut, hier kriegt man gleich noch einen Paarungstipp. Das stimmt.
Ja, es ist... Wenn es, glaube ich, mehrere Paarungstipps im Spiel gibt, wie man sich den Buntvogel fangen kann. Ja, aber ihr müsst es wirklich... fahren kann, meine ich. Ihr müsst auch wirklich so machen, also Eisfrage plus Phönix. Andersrum geht es nämlich nicht, da bekommt er eben wieder Phönix raus. Ja, so wie bei Lava-Dämon und Eisdämon. Ja, ja, also ihr müsst es unbedingt so rum machen. So andersrum, Eisdämon und Lava-Dämon. Ein Buntvogel, wie schön, er ist. Gute Leistung, ihr werdet belohnt. Ihr habt so viele Items. Das war auf jeden Fall der Spruch, den ich schon immer von der Königin hören wollte. Ihr habt so viele Items. Oh Mann. Werfen wir mal was auf den Boden. Ein Märchen. Pass gut drauf auf. So, was willst du als nächstes sehen, Skorpion, oder? Erfülle meinen nächsten Wunsch. Bring mir den Skorpion. Das stärkste Monster seiner Art. Das ist bei Insekten nicht so besonders schwierig. Ja, aber Skorpion ist, wie gesagt, trotzdem in Ordnung. Okay, Leute, dann sehen wir uns. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir uns wiedersehen. Wahrscheinlich hier. Für den nächsten Monster. Wir haben mal wieder wahrscheinlich jetzt eine Stunde Offscreen Arbeit. Das ja, also wir möchten euch diesen Cut hier nochmal kurz erklären, bevor wir ansetzen. Das Problem ist, dass wir uns jetzt einiges noch fangen und paaren müssen, bevor wir wirklich durchziehen können, damit wir das möglichst mit diesem oder dem nächsten Part beenden. Ja, und das jetzt alles onscreen zu zeigen. Also das wird mehrere Parts dauern. Richtig, ich meine, wir hätten jetzt euch zum Beispiel jetzt schon eine ganze Stunde hochladen müssen, nur diese Zwischenschritte, das macht ja auch keinen Sinn, das guckt ja noch niemand an. Deswegen halt die Cuts. Also bis gleich. Ja, Leute, ich muss euch nochmal was zeigen. Hier sehen wir nochmal unser Team. Ah, war es nicht eine lange Zeit mit ihnen? Wir haben die deswegen gehabt, weil wir ein hohes Durchschnittslevel wollten für die wilden Master aus dem Ausland. Die wilden Master, ja. Also zumindest die Monster der Master. Wir haben uns jetzt, dadurch, dass wir ja hier gerade voll auf den Paarungs- und Fangtrip sind, haben wir uns mal überlegt, wie das System funktioniert. Wir werden dazu auch noch einen Part machen, ja. Einen Spezialpart, wenn wir hier mit einem fertig sind. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns auch noch eine Mad-Clown gefangen. Den kann man normalerweise mit zwei Uni-Clowns bekommen, auf weil wir keine Lust hatten, und dann kam tatsächlich der Mad-Clown. Wir haben noch einen Yamata gefangen, was wir auch brauchen. Und ein Killbot. Und eine Archdämon. Ja. Und wir haben einiges mit denen vor. Ja. Wir haben uns auch die ganze Zeit gefragt, können wir mit dem König Leo noch irgendwas Sinnvolles machen? Und klar können wir das. Nämlich Killerboy plus König Leo. Das klingt ziemlich... Es ist die Standardkombination, um sich einen Eisdämon zu züchten, so wie sie in der Bibliothek drin steht. Und eigentlich finde ich, dass die sehr umständlich ist. Aber dadurch, dass wir gerade einfach mal die Monster parat haben durch Zufall. Richtig. Warum nicht? Wir müssen natürlich gucken, welches Geschlecht wir brauchen, deswegen brüten wir den nicht aus. Genau, den brüten wir erstmal noch nicht aus. Aber das war nur die erste von vielen Paarungen, die wir hier vollziehen können. Richtig, eine weitere wird sein. Wächter war zuerst, ne? Dann muss ich mal kurz nachschauen, aber ich glaube schon, probier mal Wächter. Mit Archdämon, ne? Ne, es ist zuerst Archdämon und dann Wächter. Ja, das ist auch eine super Secret-Paarung. Ich muss sagen, die kannte ich auch nicht. Ich wusste nicht. Eigentlich war super witzig, wenn die nicht funktioniert. Nein, nicht war Tabo. Ein Monster, das wir noch nie hatten, aus Archdämon und Wächter. Was könnte das sein? Ja. Eigentlich müssen wir jetzt so einen Cut machen und erstmal Werbung machen. Ja. Weiter geht's nach der Pepsi-Werbung. So. Ist, wie gesagt, es sind sehr interessante Paarungen. Vor allem, weil die beiden Monster auch gar nicht so leicht zu bekommen sind. Zumindest am Anfang. Ja, das stimmt. Und beide sind doch gar nicht mal so schlecht. Ja, das stimmt. Akuba wurde geboren. Den kennen wir natürlich schon. Genau, Akuba bekommt man normalerweise aus zwei Grendeln. Aber ja, das ist die andere Möglichkeit. Der muss dann im Übrigen weiblich sein, weil den müssen wir mit dem Buntvogel paaren. Ja, jetzt die große Frage. Und ich muss sagen, diese Paarung passt storytechnisch gesehen auch super gut. Das werdet ihr auch in diesem Part noch sehen, warum. Ich denke mal in diesem Part noch. Oder im nächsten Mal schauen. Was wird jetzt noch paaren? Ja, Megadrako und Dämon für den zweiten Draklord. Wir haben noch keinen Dämon. Achso, wir haben noch... Ja, verzeiht Leute, wie gesagt, wir waren gerade eben offscreen. Ja. Ein bisschen suchen. Dann war es eigentlich schon wieder, oder? Nee, das war es noch nicht. Wir haben nämlich noch Death King und Earth King. Ah ja, stimmt. Waren die jetzt hier mit dabei oder im in anderen? Hier sind wir der Earth King. Ich glaube, der Death King ist im anderen. Ja, dann holen wir hier mal den Earth King ab.
Ja, wir haben natürlich vergessen, euch die Hornkröte zu zeigen. Das holen wir noch nach. Es ist jetzt wirklich nichts. Nichts, was man verpasst hat. Ja, richtig. Hornkröte ist nur interessant, dass sie halt einen Beschwörungszauber kann, was wichtig ist, um in das eine Tor unten reinzukommen. So, hier wollen wir uns einen abholen. Ja, wir lassen. Hier wollen wir uns einen abholen. Ja, und zwar Meto war's, ne? Genau. Ich frage mich immer noch, wo wir den her haben. Ob wir den mal uns von den wilden Master... von dem Master gefangen. Ich kann ja ganz kurz mal nachschauen. Den haben wir uns von dem Master gefangen. Nee, wir haben tatsächlich zwei Lava-Dämonen gepaart. Lava-Slimes, aber ja. Ja, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen verwirrt, vor allem, weil die Lava-Slimes bei dem... Stimmt, das war ja mit der Schwester oder so. War das nicht so? Oder nee, mit irgendjemandem? Oder mit der Königin? Oder mit dem König? Mit dem König war es, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Irgendjemand bietet einem doch eine Paarung mit einem Lava-Slime an. Ja. Ihr müsst wissen, das ist ja okay. Auch von Ausstrahlung, das ist jetzt schon locker dreiviertel Jahr her. Da kann man sowas auch durchaus mal vergessen. Also, das Blöde ist, wir könnten theoretisch noch eine Paarung machen. Das ist nämlich Estark plus Goldslime. Aber um ehrlich zu sein, bin ich dafür, die beiden Monster aber erstmal noch zu behalten. Ich weiß nicht. Unter anderem auch, um Master. Ich nicht verstehe, Monster von anderen Mastern zu fangen. Was ich nicht verstehe, warum man bei Hagon nicht sagt, es kommt ein Monster raus, das du noch nie hattest. Das liegt daran, dass man Hagon als verrückten Professor im Brunnen kennt. Jetzt hast du ja schon was gespoilert. Also man könnte natürlich auch einfach sagen, dass es irgendwie ein Fehler ist, so eine Art Bug. Das wollen wir nicht machen. Boah, ich hab mir fast Fehler gemacht. Wir brauchen Death King noch. Verzeihung. Wofür brauchen wir Death King noch? Seht ihr, das passiert, wenn man so viel Ausklingen macht. Wir müssen Death King der Königin noch zeigen. Haben wir doch schon. Oder? Ja, wir haben Death King, danach kam König Leo, danach Buntvogel, jetzt willst du Skorpion sehen. Ja, okay, gut. Ja. Oh Mann. Ja, das kam. Ich habe das doch schon vor drei oder vier Parts gesagt. Hey, wir haben doch noch einen Death King, lass doch mal der Königin zeigen, ja. Naja. Death King ist halt natürlich ziemlich cool. Also Hagon ist halt neben Draklor sind da die beiden einfachen Dämonenkönige. Also die kann man relativ schnell bekommen. Sind auch ungefähr gleich stark, also Hagon ist ein bisschen besser. Wir können uns den auch mal angucken, auch wenn ja schon was verraten wurde, wie der aussieht. Tja. Hagon kennt man bereits. Ja, ich finde, der sieht auch vom Design richtig geil aus. Also. Gut, würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder mit einem trainierten Akuba. Genau, mit einem trainierten Akuba, also bis gleich. Und eine weitere Paarungssession steht an. Was haben wir getan? Ja, wir haben die Monster trainiert und zwischendurch war ein ganz lustiger Glitch, du kannst ja mal davon erzählen. Ja, also wir haben uns ja, bevor wir den zum Cut angesetzt haben, haben wir uns ja unter anderem auch Hagon gepaart. Vielleicht ganz kurz, Eisdämon plus Lava-Dämon haben wir ja schon mal gemacht für den Goldgolem. Und es funktioniert auch nur in dieser Reihenfolge? Ja. Auf jeden Fall, ja, Hagon war halt im Ei und wir haben auf dem Hof irgendwas gemacht. Und das Problem war eben, dass das Hagon-Ei auf einmal scheinbar weg war. Dann haben wir bei den Monstern geschaut, die geschlafen haben und da war das Ei dann. Also dachten wir uns einfach, na gut, dann wecken wir die einfach auf und ja, okay, auf einmal war das Ei dann auf der anderen Seite. Und so ging das einfach immer weiter. Sprich, das Ei war zwar irgendwie noch da, aber wir hatten einfach keinen Zugriff darauf. Ja. Es war immer bei den schlafenden Monstern. Also das war irgendwie so ein Glitch, dass man das Ei nicht aufwecken konnte aus irgendeinem Grund. Also, habe ich auch noch nie gesehen. Falls das mal einer von euch hatte, könnt ihr es ja mal in die Comics schreiben. Wir glauben ja eher einen ROM-Fail. Aber in sich muss das irgendein Glitch sein, der halt ausgelöst wird, irgendeine Konstellation zustande kommt. Ich glaube auch, dass das durchaus in dem Originalspiel auch passieren kann. Ja. Also, der könnt ihr mal wirklich in die Comics schreiben, dass ihr was auch mal hattet. So, jetzt wollen wir noch paaren. Akuba und Buntvogel? Oder Buntvogel und Akuba, das die Reihenfolge egal. Aber jetzt hast du die auf der anderen Box, oder? Nee, eigentlich nicht. Das würde mich jetzt schwer wundern. Ich hab doch extra getauscht. Ey, du hast vergessen, die Boxen wieder zurück zum...
Ich bin ein Depp, ja. Aber das ist egal. Geht ja zügig. Genau. Geht ja zügig. Ja, den Goldgolem, wir hatten ja schon mal einen gehabt. Oder? Wir hatten schon mal einen gehabt, aber wir brauchen später noch einen für die Königin. Und genau, weil sich das angeboten hat, richtig, haben wir uns den direkt gepaart, auch wenn wir immer noch den Skorpion brauchen. Aber wir haben auch mittlerweile rausgefunden, dass wir den Hornkäfer, den wir haben, glaube ich auch schon, bei einem Master im Ausland finden, Durchschnittslevel 55 oder 60 irgendwie. Ja. Und dann passt das schon. Und bei diesen Mastern im Ausland werden wir uns wahrscheinlich die nächste halbe, dreiviertel Stunde noch aufhalten. Genau. Um uns noch die letzten Monster zu fangen, die wir denn brauchen, um im nächsten Part vermutlich alle Monster, die uns noch fehlen, oder fast alle, ja, zu erfahren. Jetzt holen wir uns hier als Parmas mal Akuba mit Buntvogel. Und ich verstehe nicht, warum hier Migros eingesagt wird. Warum das nicht auch ein Monster, das man angeblich noch nie gesehen hat, ist. Verstehe ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Bei König Leo kommt ja auch ein Monster, das wir noch nie hatten, und beim Goldgolem genauso. Also, ich verstehe es nicht. Ich meine, Yamiros braucht zwar nur 10 Erfahrungspunkte, aber trotzdem... Er ist auch ein legendäres Monster. Ja. Genau wie Akuba. Ich verstehe es nicht. Also, ach so. Muss ich gerade mal kurz gucken, wegen dem Geschlecht schon mal. Wir werden es auf jeden Fall erstmal nicht ausbrüten. Ah ja, nö, das Geschlecht von Yamiros ist egal. Ah, wir lassen trotzdem erstmal im Ei. Aber Yamiros sieht schon ziemlich cool aus, den können wir ruhig mal zeigen. Ja. Und dann wollten wir noch paaren Hagon. Na? Genau. Mit? Yamata, glaube ich. Und auch, dass ein Ballermod gesagt wird. Sehr seltsam. Ich verstehe es auch nicht. Das System hier ist einfach zufällig, glaube ich. Ja, also ich glaube, da haben sie irgendwie nur so ein paar Monster wie... Ich meine, Würger wird einem zum Beispiel auch nicht gesagt. Ja, und wenn ein Würger nicht gesagt wird, dann darf man eigentlich auch ein Dämonenkönig nicht gesagt werden. Ja, ich kann dazu auch nicht sagen, dass falsche Übersetzung oder einfach nur Faulheit, was auch immer. Ja, es ist... So, jetzt zeigen wir uns erstmal die Monster. Yamiros. Ich finde ihn einfach cool vom Aussehen, ja, her. Das ist auf jeden Fall. Also das ist halt so für mich so ein Greif. Aber er ist natürlich auch noch ein Teufel. Das macht ihn irgendwie richtig cool. Ja, vor allen Dingen das Interessante ist, ja, er ist halt eindeutig, und das finde ich, deswegen passt es auch so gut. Akuba selbst hat sich ja so hingestellt, dass er über alle richten wollte. Über alle, ja, Monster, ne? Yamiros macht ja genau das gleiche. Yamiros will ja quasi, der will ja die Monster zu verhelfen, dass sie über die Menschen herrschen. Akuba will ja auch die Menschen vernichten. Und er ist eigentlich, kann man sagen, so die nächste Stufe von Akuba. Weil Akuba will ja die nur henken. Yamiros will ja direkt einen Krieg führen, er ist ein Vogel, und deswegen muss man ja auch bei den stärksten Vogel erpaaren. Ja, das stimmt. Also wenn man das sich so mal überlegt, passt das alles richtig gut zusammen. Also dass es gerade Buntvogel und Akuba ist. Ja. Auf jeden Fall sehr cooles Monster, kann man auch ins Team nehmen natürlich. Also ich finde den super, also bei meinem aktuellen Spielstand von Dragon Quest Monster, den ich jetzt allerdings auch schon seit ein paar Monaten nicht mehr weitergespielt habe, habe ich Yamiros im Team und der haut echt ganz schön rein. Ja. Und ja, hier haben wir Ballermoth, der erinnert mich einfach immer wieder an den einen Typen bei Dragon Ball, das ist echt so der klassische Dragon Ball Typ, der irgendwie so ein Diener von Piccolo, kann ja, das sein? Ja, Diener von Piccolo. Und hier seht ihr ja... Oberteufel Piccolo, muss man dazu sagen. Genau. Nicht der Junge. Genau, Oberteufel. Ja, Hagon, wie gesagt, ist der Typ aus dem Brunnen. Das ist halt ein Easter Egg, dass quasi dort ein Dämonenkönig im Brunnen rumsteht. Und unsere Hilfe benötigt. Und unsere Hilfe benötigt, ja. Ja. Was ich persönlich schade finde, das hätte noch ganz gut gepasst, wenn er nach dem Sternturnier weg gewesen wäre. Wenn er nach dem Sternturnier nicht mehr im Brunnen wäre und dann ja, gegen ihn gekämpft. Das hätte aber noch... naja, dann würde man ja eventuell ein Tor verpassen und könnte das Spiel nicht mehr durchspielen. Ja, natürlich. Ja, aber das hätte noch so ein bisschen Stil, hätte man es einfach freigeschalten, da hätte man es einfach so gehabt, das Tor da unten. Aber ein bisschen schade hat man nicht gemacht, aber na gut. Ihr könnt ja mal so eure Meinung dazu auch noch in die Kommis schreiben. Wir werden den Part jetzt hier beenden. Im nächsten Part werden wir, denke ich mal, sogar schon alle Paarungen machen, dass wir die Monster komplett bekommen. Was meinst du? Oder zumindest ziemlich Richtung Ende gehen. Ja, also ich denke auch,
Also, maximal 3 Parts werden es jetzt noch. Ja. Ich weiß noch, als wir uns vorher schon überlegt haben, wie viele Parts es noch werden, und es sind wesentlich mehr geworden. Ja, ich dachte, wir brauchen insgesamt nur 5 Parts noch, aber naja, so ist das halt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich war DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Ciao.